Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir und von mir. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Was wir heute brauchen, das schreibe ich euch mal unten in die Infobox mit rein, in die Beschreibung von diesem Video. Wir machen heute wieder Aquarell, das heißt, wir brauchen wieder hier so Papier, Mischpalette, Farbe, Pinsel, Wasser. Und welche Materialien ich benutze, das könnt ihr einfach unten nachlesen, dann könnt ihr kurz Pause drücken. Wenn ihr alles beisammen habt, dann könnt ihr einfach wieder auf Play drücken und einfach mit mir losstarten. Genau, bevor ich jetzt dieses Video angefangen habe, habe ich mir selber ein paar Skizzen gemacht, und zwar zu den Schneeflocken. Darum geht es ja heute. Wir malen heute Schneeflocken mit Aquarell. Ich zeige euch mal ganz kurz hier, was ich hier vorbereitet habe. Also so sieht es bei mir aus. Ich habe hier mit so zwei Filzstiften. Das sind ungefähr so die Farben, die ich auch verwenden möchte. So Blautöne, einen hellen und einen dunklen Blauton. Und so ungefähr soll das aussehen. Dann habe ich mir hier so ein paar Muster, wie Schneeflocken aussehen können. Ich will auch vier an der Zahl dann machen mit euch zusammen. Und ich habe die so selber auch noch nicht gemacht. Deswegen habe ich mir hier, wie gesagt, die Skizzen gemacht. Die helfen mir, die lege ich dann einfach beiseite. Hier mit dem Filzstift habe ich übrigens gearbeitet. Hier, das sind die von IKEA. Ganz easy, ganz einfach. Auch günstige Filzstifte könnt ihr auch machen. Ihr könnt aber auch die Farben nehmen, die ihr zu Hause habt. Ihr könnt das auch mit Buntstiften machen, gar kein Problem. Es ist aber wichtig, dass wir ungefähr eine Vorstellung bekommen, wie die Symmetrie ist, wie die Formen aufgebaut sind, wo die Linien anfangen, enden. Damit wir dann quasi nicht so ein bisschen, also nicht so ganz ohne etwas dann auf dem Blatt, auf dem leeren Blatt Papier dastehen. Das ist ja auch immer ganz schwer, so ein komplett weißes Blatt, das erstmal zu bemalen. Das ist ja auch erstmal eine Sache, ja. Und deswegen, so habe ich das gemacht. Das lege ich mir immer beiseite, gucke da immer noch so ein bisschen rauf, schiel da so ein bisschen rauf. Werde mir aber trotz alledem mit einem Bleistift, hoch, den suche ich mir mal hier raus. Aus meinem. Ja, hier habe ich so Bleistift, Lineal, Pinsel, alles drin, alles, was ich brauche. Habe ich mir jetzt hier einen Bleistift rausgesucht. Da werde ich jetzt meine erste Schneeflocke quasi drauf vorskizzieren. Das muss man übrigens nicht mit Lineal machen. Also wir arbeiten ja heute viel mit geraden Linien. Deswegen ist das auch gar nicht so einfach, tatsächlich mit Aquarell und Pinsel zu arbeiten. Das werdet ihr dann auch merken, wenn ihr selbst anfangt. Wie gesagt, es soll ja nicht perfekt werden, es soll ja immer noch handgemalt aussehen. Und ich male jetzt im Prinzip erstmal drei Striche, ungefähr im gleichen Abstand, und male jetzt die Zwischenräume. Also in die Zwischenräume male ich jetzt auch jeweils nochmal einen Strich. Habe dann also insgesamt sechs Striche gemalt. Und das sieht jetzt ja aus wie so ein Kreis, also wie bei einer richtigen Schneeflocke. Und im ersten, ja, also ich mache das hier jetzt einfach mal. Also ich mache jetzt die hier zuerst, ich zeige euch das mal, hier schiele ich jetzt immer so ein bisschen rauf. Und da werde ich jetzt hier erstmal hier wie so ein Spinnennetz, so das erstmal malen. Und dann skizziere ich mir auch hier die kleinen Häkchen hier auf, damit ich weiß, wie viele es dann am Ende werden. Weil wenn ich mich dann nämlich auf meine Farbe und auf meinen Pinsel konzentriere, dann kann ich schnell mal den Überblick verlieren, wie viele Striche ich denn jetzt wo nochmal ranmalen muss. Also hier werden es hoch gegenüberliegend, male ich immer, genau. Dann lasse ich immer dazwischen den frei. Zack. Also hier jeweils nur zwei Häkchen. Wieder gegenüberliegend und die sind ein bisschen größer. Und dann hier quasi immer daneben male ich 1, 2, 3, 4. Das werden kleine Häkchen. 1, 2, na, vielleicht mache ich 5, ich mache hier noch eins rein, dann sieht das ein bisschen, doch noch ein bisschen anders aus, als die daneben. So, 1, 2, 3, 4, 5, ach ja, hier unten noch, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, so. Genau. Wenn ihr es drauf habt und wenn ihr es dann nochmal nachskizziert oder so, vielleicht müsst ihr dann auch gar nicht mit Bleistift vormalen. Ich mache es jetzt aber einfach für die Orientierung. Benutze hier einen Pinsel ungefähr Größe 4. Ja, ist jetzt auch kein super teurer Pinsel, den ich hier benutze. Und fange dann jetzt schon an, werde mir erstmal einen hellen Blauton mischen. Und der soll auch gar nicht so
doll farbig werden. Also der kann ruhig ein bisschen transparenter sein. Deswegen werde ich zu dem Blauton auch noch ein bisschen Wasser mischen. So. Gucken hier, so sieht der jetzt bei mir aus. So. Und da kann man ja immer noch nicht so viel... Huch, jetzt habe ich hier schon wieder gespritzt. Uah. Naja, nicht so schlimm. Ja, man kann ja aus der Palette heraus oder aus den Näpfchen heraus immer noch nicht so doll erahnen, wie jetzt die Farbe wirkt. Huch, ich mache mal noch ein bisschen mehr, fällt mir gerade auf. Ich habe ja noch ein paar mehr Schneeflocken, die ich malen möchte. Schön, dass mir das dann immer erst hinterher auffällt. So, noch ein bisschen Wasser. Zack, zack, zack. Und jetzt teste ich das einmal. Ach so. Ich sollte vielleicht auch... Ja, ich muss immer so kurz auf die Kamera schielen, damit das auch noch im Bild ist, weil das Papier ein bisschen groß ist. Ich mache jetzt hier einfach mal so einen Test. Mein Blauton. Ich glaube, den kann man machen, ne? Doch, der sieht ganz gut aus. Ja, für die zweite Farbe, für den zweiten Blauton werde ich dann ein bisschen dunkler noch werden. Der ist gekauft, den nehme ich jetzt so. Ich arbeite in zwei Schichten bei der Schneeflocke, lasse die erste dann trocknen und beginne dann mit der zweiten dunkleren Farbschicht. Genau, und ich fange jetzt hier an mit den zwei Strichen, wo ich hier die zwei Striche gemalt habe. Das sieht man hier auch nochmal auf der Skizze, ne? Hier habe ich so mit dem helleren Blau gearbeitet, das übernehme ich jetzt einfach. Man kann natürlich dann immer hinterher noch tauschen. Das ist natürlich gar kein Problem. Und fange jetzt einfach mal an. Also kann auch ruhig ein bisschen dicker der Strich sein. Zack. Und mal hier meine Häkchen. Drücke hier einfach nur ein bisschen mit der Pinselspitze auf. So. Und achso, genau, fange jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite auch an. Zack. So. Ja. Nix ist perfekt. Das soll es ja auch gar nicht werden. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass es halt wirklich schwerer ist, als es eigentlich aussieht. Die Schneeflocken, das liegt halt einfach daran, wenn du Anfänger bist und noch nicht so viel mit Pinsel und Farbe gearbeitet hast, dann ist es schon schwer, einfach mal so gerade Linien auch mit dem Pinsel zu ziehen. Ja? Also ich kann euch auch wirklich empfehlen, da auch ein paar Pinselübungen zu machen. Also man kann halt zum Beispiel einfach, das zeige ich euch mal ganz kurz hier an der Seite, mit dem Pinsel wirklich mal dicke Linien machen, also wirklich mal die ganze Pinselfläche benutzen und da dann mehrere Linien untereinander und dann auch mal schauen, wie lange bleibt denn die Farbe auf dem Pinsel. Einfach um ein Gefühl für die Farbe und für Wasser zu bekommen. Und dann den Pinsel mal nur ganz, ganz leicht aufdrücken und versuchen, wirklich eine ganz gerade Linie zu malen. Und dann werdet ihr sehen, dass das echt nicht so einfach ist und dass es schnell mal so wackelig aussehen kann. Und gerade wenn man dann auch nicht so geübt ist, dann... bei mir werden die auch irgendwie mitten... Umso öfter ich die Linie male, umso gerader werden sie dann auch. Und mal ganz dünn machen. Mal nicht ganz so dünn. Also die Übung könnt ihr wirklich mal machen, euch mal hinsetzen und einfach mal Pinselführung üben. Ganz, ganz wichtig. So, ich mache jetzt hier noch bei mir, bei meiner Schneeflocke hier dieses Spinnennetz, was ich ja hier gesagt hatte. Das mache ich jetzt hier noch in dem Blauton. Zack. So. Und der zweite Punkt, also neben der Pinselführung und dass die Striche einfach generell nicht mega gerade werden, also sie sollen jetzt nicht irgendwie perfekt aussehen und sie sollen auch nicht so aussehen, als hätte man Lineal angelegt, aber sie sollten schon
einfach vom Ästhetischen her gerade sein, ja. Und der zweite Punkt ist hier auch einfach, dass es symmetrisch aussieht, dass ich es schaffe, dass ich zum Beispiel diese Linie mache mit den, also mit den Häkchen dran, und dass die daneben, die ich auch male, dann ungefähr ähnlich aussieht. Also dass man da nicht denkt, so, boah, das sieht komplett verschieden aus, ja. Also ihr seht das hier auch. Hier ist die Symmetrie super gut gelungen und ich finde hier zum Beispiel, das kann ich zum Beispiel nicht ganz so übernehmen. Also ich habe das ja hier so rangemalt, aber eigentlich müsste das noch ein bisschen weiter, also eigentlich müsste das dann hier noch so ein bisschen weiter rübergehen. Das werde ich dann auch ausgleichen, ja. Und das passiert aber einfach manchmal und das muss man aber auch einfach manchmal üben und das gelingt mir auch nicht immer beim ersten Mal. Also gerade wenn ich dann so locker flockig werde, dann passiert mir das. Wenn ich wirklich mich konzentriere und darauf achte, dann geht das deutlich besser. Deswegen nicht ganz so einfach, ja. Die Schneeflocke muss ich jetzt hier erstmal wirklich noch komplett austrocknen lassen, weil wenn ich jetzt hier mit der zweiten Schicht drüber gehe, dann verläuft mir das alles und dann sieht es nicht mehr aus wie eine schöne Schneeflocke, sondern einfach nur wie ein Farbmatschhaufen. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. In der Zwischenzeit nehme ich mir wieder meinen Bleistift und male hier einfach mal meine zweite Schneeflocke. Und ich mache auch hier wieder so 6 Arme, beziehungsweise... Also 6 Linien und insgesamt sind es ja dann 12 Arme. Der Farbton jetzt bei mir aus. Ich habe ja gesagt, ich möchte ihn ein bisschen dunkler haben und nicht ganz so transparent. Deswegen werde ich den jetzt auch nochmal austesten. Kurz hier einmal. So. Ja, ich glaube, das finde ich so ganz gut. Mir fällt halt gerade auf, ich hätte, also man kann den hier, glaube ich, auch noch mal ein bisschen transparenter machen. Fällt mir gerade auf, dass man da, aber naja, wie gesagt, das könnt ihr dann in eurem, wenn ihr das nachmacht, ja, dann hört meine Worte. Also ihr könnt ihn gerne noch transparenter machen. Dann sieht das vielleicht noch ein bisschen besser aus. Fange jetzt aber einfach an und mache hier weiter mit meinen anderen dunkleren Armen. Den hier male ich einfach dünner, ja. Also ich möchte natürlich Kontrast reinbringen, indem ich hier so meine dicken, transparenten Schneeflockenstriche habe. Und hier male ich hier jetzt einfach hoch. Dünnere und mal jetzt hier einfach so Häkchen mit meiner Pinselspitze. Habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, hatte ich ja gesagt. 5 wollte ich ja machen, ne? Und gehe jetzt hier auch aus der Schneeflocke aus der Mitte wieder raus. Oh, jetzt ist das hier ein bisschen. Naja, gut. Ja, jetzt habe ich gequatscht und naja, wie das so ist. Jetzt sind es hier 6 geworden. Okay, also, also es sollten 5 werden, ja. Nur, dass ihr es wisst. Wow. Mal gucken, ob der jetzt hier besser wird. So. Ja, also wirklich um dünne Linien mit dem Pinsel zu malen, muss ich mich tatsächlich auch sehr konzentrieren. Das ist einfach, das ist wirklich nicht einfach. Das bedarf auch einfach wirklich ein bisschen Übung und ein bisschen Fingerfertigkeit. Übrigens hier aufpassen, dass sich die beiden Tröpfchen hier nicht unbedingt berühren, weil dann wird das wirklich so ein Wischiwaschi. Das wollen wir nicht. Oh, shit, das wollen wir auch nicht. Jetzt habe ich hier... Ach, Mist.
Jetzt tupfe ich hier mal noch ein bisschen rum. So. Das ist ja das Gute an Aquarell, dass man das irgendwie ziemlich gut auch wieder reparieren kann, wenn man da doch mal daneben malt. Oder so wie ich, einfach raufditsche. Okay, also wie gesagt, was ich sagen wollte, die dürfen sich nicht berühren. Und wenn ihr das verstanden habt, dann können wir auch weitermachen. Dunklen Farbton geht es jetzt weiter und mal hier das, was ich ja schon vorskizziert habe, wieder mit einer dünneren Linie und mit kleineren Tröpfchen hier so ran. Zack, zack. Schneeflocken habe ich mir jetzt überlegt, dass ich einfach mal einen anderen Ton noch verwende, der jetzt vielleicht nicht so mega natürlich in Anführungsstrichen ist. Also man denkt ja immer, dass Schneeflocken so ein bisschen bläulich schimmern oder weiß sind. Ich probiere jetzt mal eine rosa Schneeflocke mit ein bisschen lila. Dazu habe ich mir jetzt auch gerade so ein bisschen Farbe zusammengemixt und teste jetzt hier nochmal, wie transparent die Farbe ist und wie die miteinander wirken, weil ich das wieder so ähnlich hier machen möchte wie bei den ersten beiden. Ich glaube, ich finde die Farbtöne so ganz gut. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen heller gehen. Mach noch einen Pinsel Wasser ran. So. Und mal dann meine dritte Schneeflocke. Probiere das jetzt einfach mal aus. Hier die großen runden Tröpfchen, die ich hier gemacht habe. Also eher so, die sehen ja aus wie so Blätter. Blätterform, die male ich hier mit dem transparenten Rosa aus. Und male dann in der zweiten Schicht, wenn das getrocknet ist, dann mit meinem kräftigen Lila dann rüber. Ist jetzt hier auch wieder meine erste Farbschicht von der dritten Schneeflocke getrocknet und kann jetzt hier einfach weitermachen. Zack, mach wieder so dünne Linien und wie hier oben eigentlich bei der zweiten hier wieder so kleine Tröpfchen mache ich jetzt hier so ran. So, also da kann man in den Formen und wie man das verteilt, da kann man ganz kreativ werden und ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Zack, zack. Und ich habe mir jetzt überlegt, beim Malen ist mir das eingefallen. Ich kann euch gerne, wer das möchte, oder ich mache das einfach und werde dann sehen, ob das jemand von euch runterlädt. Also ich werde euch hier die Schneeflockenvorlage, die werde ich euch nochmal schön als einfach schwarz-weiß Vorlage malen. Und die werde ich dann als Freebie diese Woche auch anbieten, weil dann könnt ihr das nämlich runterladen und so direkt als Vorlage verwenden, wenn ihr das möchtet. Ja, ihr könnt mir dann auch wirklich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das hilfreich findet, so eine auch Aquarellvorlage,
an der ihr euch dann einfach direkt orientieren könnt oder ob ihr euch lieber das so direkt dann abmalen wollt von meinem Video oder vielleicht auch einfach andere Formen noch findet. Da würde ich mich drüber freuen. Wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Unsere vier Schneeflocken, ja, die vier, die jetzt am Ende geworden sind, sind wunderschön geworden, finde ich. Immer was ganz anderes, auch von der Farbpalette her einfach. Wir haben hier rosa, lila, wir haben hellblau, dunkelblau. Ist auch gar nicht so einfach. Also wenn ihr es nachmacht, frustriert bitte nicht, wenn es nicht so gleichmäßig wird oder wenn die Striche nicht so gerade sind. Guckt einfach bei mir drauf. Es ist auch nicht perfekt geworden. Also hier sieht man, hier berühren die sich. Das sieht dann vielleicht auch nicht mehr ganz so aus. Ne? Das könnte man vielleicht auch noch anders machen. Hier ist auch der Strich ein bisschen dicker geworden. Letztendlich geht es aber ums Gesamtbild und einfach darum, dass man auch mal wieder ein bisschen übt. Gerade Pinselführung, hier habe ich es euch gezeigt. Könnt ihr auch einfach mal unabhängig von den Schneeflöckchen einfach mal üben, so ein bisschen Pinsel malen. Ihr könnt ein bisschen dünnere Pinsel nehmen, ihr könnt auch dickere Pinsel nehmen. Da ist euch im Prinzip gar keine Grenze gesetzt, wie ihr das umsetzt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich werde euch die Schneeflockenvorlage und ich werde euch noch so zwei, drei noch mit dazu packen. Die könnt ihr dann bei mir als Freebie, immer freitags gibt es ja das Freebie, könnt ihr euch zum Newsletter anmelden. Und dann könnt ihr das auch einfach die ganze Zeit runterladen. Also die sind halt bei mir immer eingeordnet, die Freebies in so einer Download-Galerie. Und da habt ihr einfach ständig Zugriff drauf. Auch wenn ihr das Video jetzt später seht und ihr jetzt nicht an diesem Freitag das Freebie bekommen habt in meinem Newsletter, dann könnt ihr euch einfach mal zu meinem Newsletter anmelden und dann unter den Kategorien einfach schauen, wo dann die Vorlage zu finden sein wird. Ansonsten freue ich mich einfach bis zum nächsten Mal auf mein neues Video und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle vorweihnachtliche Zeit. Tschüss!